Hey Leute und willkommen zurück zu C Sharp. So, ich habe klein bisschen was vorbereitet heute. Das ist einfach nur eine Klassendefinition von A mit zwei Public Integern hier drin. Und ja, mit dem werden wir jetzt auch arbeiten. Also ich brauchte einfach irgendeine Klasse. Genau, so, und jetzt, was ich euch zeigen möchte, ist solche sogenannte Objektinitialisierer. Das heißt, wir können ein A erstellen, ohne wirklichen Konstruktor dafür zu haben, und zwar auf die schnelle Art und Weise. Wir sagen einfach A ist gleich new A. So, und jetzt können wir wie bei einer Liste auch schon die Werte angeben. Das heißt, wir sagen, wir brauchen Semikolon hinten dran. Wir sagen hier klein a ist 10 und dann Komma. Hier hätte ich gerne leer. Ein Komma und dann sagen wir B ist, keine Ahnung, 42. Und dann haben wir hier automatisch schon ein a kreiert und die Werte für klein a und klein b auf das gesetzt, was hier steht. Ziemlich praktisch und es ist halt wirklich in einer Zeile, ohne irgendwie dann noch irgendwelche Aufrufe zu starten. Also spart einfach Platz und ein bisschen Tippzeit von mir aus auch noch. Gut, und falls ihr mal drüber stolpert, wisst ihr jetzt, was das ist. Was man aber auch machen kann, und dazu brauchen wir nicht mal irgendeinen Typ, ist, man kann eine Variable erstellen, Variable, keine Ahnung, sagen wir einfach mal Haustier dazu. Haustier ist gleich. So, und jetzt haben wir aber keinen Typ Haustier, sondern einfach nur, wir wollen sowas erstellen, ohne es zu haben. Also new, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und ein Semikolon hinten dran, wie gerade eben auch. Nur, dass wir jetzt hier keinen Typ angeben, sondern einen anonymen Typ, zu dem wir eigentlich keine Klasse haben, benutzen. Das heißt, wir sagen hier, sowas wie Alter ist gleich 42, altes Tier. Und Name ist gleich Rex, was weiß ich, ist ein Hund. Und ja, jetzt haben wir ein Haustier, das ein Alter hat und ein Name. Und wir können darauf zugreifen, indem wir schreiben komm schon. Haustier. Punkt und dann Alter oder Name. Und wenn man hier jetzt noch Methoden reinpacken würde über das, was ich euch letztes Video gezeigt habe, dann hätten wir quasi eine vollwertige Klasse hier so mal eben konstruiert. Ist natürlich nicht so schön zu lesen, aber wenn man mal schnell einen Container braucht, dann geht es ganz schön fix. Gut, und was man jetzt mit dem hier auch machen kann, deswegen zeige ich euch das, wenn man Listen hat. Listen sind irgendwie geil, deswegen ja, zeige ich euch da einfach mal alles, was mir so einfällt, spontan. Man hat eine Liste aus A's, sagen wir einfach List dazu, ist gleich new List aus A, Klammer, Klammer, und wir geben hier schon mal ein paar Objekte rein, zum Beispiel das kleine a, das reicht uns eigentlich schon. Okay, und was wir jetzt mit diesem kleinen a machen können, ist, wir suchen uns einfach aus dieser Liste Sachen raus. Also sagen wir var. Und dann sagen wir AS, nicht AES als Verschlüsselung, sondern einfach, ich darf kein AS schreiben. AS ist ein Schlüsselwort, deswegen AES. Also sagen wir from. Und jetzt wird's ganz komisch. Jetzt sieht es aus wie SQL-Syntax, also Vorsicht. Lasst euch da nicht irritieren. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun. From list. Nee, from. From irgendwas, also from x in. Und jetzt kommt die Liste, auf die wir zugreifen wollen. Also wir nehmen jedes Element x, from x in list select new. Und dann nehmen wir uns hier die Variablen raus, die wir gerne haben wollen. Zum Beispiel was hatten wir drin? Ein klein a und ja, wir wollen einfach nur dieses x. Ja, klein a haben. Das ist alles, was wir haben wollen. Das b interessiert uns nicht, deswegen lassen wir das raus. Und jetzt haben wir hier sozusagen in diesem AES was gespeichert. Ich kann mal kurz Folgendes tun. Und zwar console.writeline über AES. Punkt. Und jetzt sehen wir, wenn wir hier, ich mache das noch kurz fertig, wenn wir jetzt hier einen Punkt aufrufen, dann haben wir hier auch wieder eine Liste rausbekommen. Und jetzt rufe ich hier einfach mal First or Default raus, damit klar wird, was das jetzt ist. Also First. Und jetzt können wir hier wieder drauf zugreifen. Also wir haben jetzt
eine Liste aus, also wir haben aus dieser Liste List, die wir hier aus den A's kreiert haben, haben wir aus jedem Element, also dieses X bedeutet alle Elemente, aus all diesen Elementen haben wir nur diese A's rausgezogen, die B's haben uns nicht interessiert und die haben wir alle wieder in eine neue Liste gepackt, aber mit anonymen Typen. Das, was wir hier oben gemacht haben, war ein anonymer Typ. Sprich, wir haben eine neue anonyme Klasse erstellt und da ist jetzt nur der A-Wert von unseren A's drin und alles andere interessiert uns nicht. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe die Liste genommen, habe das erste Element, weil in der Liste selber war ja auch nur ein Element, habe das erste Element rausgezogen mit First und hier kann ich jetzt wieder drauf zugreifen, nämlich auf A. A heißt das Ding deshalb, weil wir hier ein A, beziehungsweise hier das Ding A genannt haben. So, wenn ich das jetzt so nehme, dann sehen wir, A ist 10 und das ist genau die 10 hier oben. Wenn mich jetzt nur die Bs interessieren, Achtung, dann darf ich hier allerdings auch nur mit B drauf zugreifen. Ups. Genau, mit B drauf zugreifen und dann kriegen wir eine 42. Das bedeutet, wir haben tatsächlich das gemacht, was ich euch jetzt gerade versucht habe zu erklären. Also total abgefahrenes Zeug und ja, es sieht ein bisschen aus wie SQL-Syntax, aber es ist keine. Es ist tatsächlich C-Sharp und vollständig, ja, valide Syntax. Okay, also nochmal ganz kurz, oder was heißt ganz kurz? Ich versuche es nochmal zu erklären, das ist wirklich keine leichte Kost. Das hier mache ich mal raus, das brauchen wir nicht. Wir haben uns hier ein A erstellt über den Objektinitialisierer, einfach hier die Variable A auf 10 gesetzt, die Variable B auf 42 gesetzt. Dann haben wir eine Liste aus A's erstellt und haben da das A reingeschmuggelt. Und dann haben wir aus dieser Liste, haben jedes Element in dieser Liste genommen, also from X, alle Elemente innerhalb dieser Liste X in List. Jedes X ist in der Liste. Und von diesen X, from diesen ganzen X, haben wir nur die Werte X.B, also dieses B hier, selektiert und in einen neuen anonymen Typ gepackt mit var AES. So, und das ist jetzt auch wieder eine Liste, weil das haben wir ja für jedes Element gemacht. Also wenn jetzt hier noch mehr drin wäre, nicht nur ein A, sondern eventuell noch ein A2, mit Werten 11 und 43, dann haben wir hier trotzdem eine Liste. Und jetzt nehme ich mir einfach mal hier das zweite Element von dieser Liste. Punkt element add. Und zwar sage ich dann einfach index 1. Punkt. Und jetzt kann ich hier auf das B drauf zugreifen. So, und jetzt, achso, ich habe das A2 hier noch nicht reingeschmissen. Gut. Und jetzt kriege ich die 43 zurück. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Liste aus dieser Liste an anonymen Typen. Und deswegen muss ich hier vorne auch tatsächlich wahr reinschreiben, das geht nicht mit was anderem, weil ich habe ja keinen Typ, das ist ja alles nur getrickst. Die Typen habe ich gar nicht als Klasse definiert. Und für solche Sachen sind diese anonymen Typen echt krass und ziemlich praktisch. Ja, ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden. Heute war harte Kost und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.